ist Wieland Raue. Ich bin der Leiter des Robotikzentrums hier am Allgemeinen Krankenhaus in Celle. Und wir befinden uns hier im zentralen Operationsbereich. Hinter uns sehen Sie den Operationssaal, in dem wir unsere Robotikoperation durchführen. Unter dem Strich ist der Da Vinci-Roboter die letztlich modernste Entwicklung der Operationsrobotertechnik. Er ist ein Werkzeug für den Operateur, also die Operationen werden durch den Operateur selber durchgeführt, aber umgesetzt werden die Handbewegungen des Operateurs durch einen Roboter in einer unerreichten Präzision. Die Bewegungen des Operateurs werden durch den Roboter extrem präzise und ohne Wackeln und Zittern umgesetzt. Und dadurch gelingt es uns, gesundes Gewebe zu schonen und damit für den Patienten einen Mehrwert zu erzielen. Mein Name ist Dr. Jens Hartmann. Ich bin Chefarzt der Allgemeinen Viszeralen Thoraxchirurgie am AKH Celle. Der Vorteil des Da Vinci-Robotersystems in unserem Beritt, der Allgemeinen Viszeralen Thoraxchirurgie, ist das exakte Operieren bei komplexen viszeral-onkologischen und auch thoraxchirurgischen Fällen, wo wir auf kleinem Gebiet exakte Ergebnisse brauchen, um den Tumor in seinen Schichten so zu operieren, dass es den besten Benefit für die Patienten erbringt. Mein Name ist Dr. Michael Berkorn, ich bin Chefarzt in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Allgemeinen Krankenhaus in Celle. Unser großer Vorteil für den Patienten besteht darin, dass die Patienten nach der Operation sehr viel schneller wieder auf den Beinen sind und nicht so lange im Krankenhaus bleiben müssen. Wir können mit dem Da Vinci-System im Bauchraum komplexe Operationen deutlich genauer und gründlicher durchführen, als wir es konventionell mit der offenen Operation durchführen könnten oder auch per Bauchspiegelung. Für das AKH Celle bedeutet die erfolgreiche Umsetzung der Robotertechnik, dass wir auch in Zukunft hier für die Region und für die Menschen hier in der Region die modernste medizinische Versorgung gewährleisten können. Mein Name ist Dr. Jörg Miller. Ich bin seit 17 Jahren inzwischen Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie. Der große Vorteil des Patienten letzten Endes ist das Neudeutsch Body Image, das heißt, man sieht ein wesentlich geringeres OP-Trauma, kleinere Narben. Das ist ein langfristiger Vorteil. Der kurzfristige Vorteil ist vor allem für den Patienten erkennbar, dass er deutlich weniger postoperative Beschwerden hat. Aber das Da Vinci-System eröffnet uns da nochmal einen ganz neuen Horizont, weil wir mit der dreidimensionalen Darstellung der Kamera und mit den beweglichen Instrumenten, die in viel mehr Freiheitsgraden beweglich sind als beim Laparoskopieren, deutlich besser und genauer und akribischer und vor allen Dingen auch schonender operieren können. Es ist für uns entspannender. Wir sitzen. Das ist das erste Mal, seitdem ich Chirurgie mache, über 30 Jahre, dass ich beim Operieren sitze. Das ist ein großer Vorteil, ist deutlich entspannender, auch über längere Zeiträume. Tut der Rücken dann einfach nicht weh. Und es ist einfach entspannter zu operieren für die Patienten. Wenn der Operateur entspannt ist, ist auch das Ergebnis entspannt. Ich bin der festen Überzeugung, dass roboterunterstützte Operationen die Zukunft sein werden. Bei uns am Allgemeinen Krankenhaus in Celle haben wir jetzt bereits die Möglichkeit, diese Operation durchzuführen. Und ich glaube auch, die Entwicklung wird genau in diese Richtung sich fortsetzen. Auch kleinere Eingriffe werden zunehmend mithilfe solcher Techniken durchführbar sein, um damit Komplikationen zu vermeiden und das Outcome für die Patienten zu verbessern.